Ja, liebe Leute, wir sind immer noch hier in einem feindlichen Lager. Wir müssen hier irgendwie heile rauskommen. Aber wo zur Hölle sind die Jungs? Ich glaube, der weiß, wo wir sind. Ich weiß auch nicht mal, wo die sind, ey. Na, dann nehmen wir dich eben kurz noch mit. Da ist doch einer. Geh mir auf den Sack. Deswegen hat er mich. Ich hab's doch gesehen. Ist auch so. Ja, kommt noch mal bei, der kommt nochmal in einer Schufe, also vermutlich. Ja, oh klar, dass immer ein Nachschub kommt. So. Es fehlen noch zwei, dann haben wir zumindest hier wieder ein bisschen Ruhe. Bye bye, my love. Damit haben wir den auch weg. Und jetzt fehlt uns nur noch einer. Die Frage ist, wo ist der? Der ist vielleicht jetzt hier vorne irgendwo rum. Also bewegt. Okay, aber er hat keine Vermutung, wo wir sind. Und wenn ist mir das jetzt nicht egal gerade. Der ist hier oben irgendwo, ne? Ich muss den Zielhafen dieser Ladung herausfinden. So. Oh, Zirke. Wunderbar. Das war der letzte. Ich habe ihn hinter Schloss und Riegel aufbewahrt. So, dann nehmen wir das mit hier auf. Keine Sorge, ich gucke mich jetzt rum. Ich gucke mich nur gerade ganz kurz mal um. Wunderbar, wir haben eine Munitionskiste. Okay, dann haben wir schon mal nichts mehr, ne? Was wir uns wichtig einsammeln könnten. Dann machen wir mal eine Rucksackladung dran. Und nehmen. Wonach ich gesucht habe. Und haben das Primärziel abgeschlossen. Im Moment ist die Fracht für Allagra bestimmt. Und es gibt Probleme mit der Mafia, die auf der Werft lange Finger macht. Gut zu wissen. Okay. Ja gut, welche eine Überraschung. So. Dann haben wir das erst den ersten primären Teil schon mal. Das hätte ruhig lange, das hätte ruhig draufbleiben können, Ludwig. So, dann verpissen wir uns mal hier raus. Weil es geht hier weiter. Ganz schön hell da drin.
Finde raus, was die Deutschen transportieren. Das wollen wir natürlich auch noch wissen. Wir sind ja sehr, sehr neugierig. Ne? Da ich halt Fan bin, Fahrzeuge zu zerstören, machen wir das hier mit dem auch. Natürlich wissen die Schnauze. Wäre schön, wenn wir ein bisschen ver. Ah, scheiße, weil der sein Kollege da kam. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein zweiter hinterhergerannt kommt. Ich habe sogar. Oh, irgendwas hatte gerade. Ah, will er jetzt nicht, oder was? Okay, dann müssen wir tatsächlich ein bisschen ruhig bleiben. Töte den korrupten Hafenmeister. Was heißt hier? Boah, das sind doch ein paar Leute. Die deutsche Waffenkammer. Ja gut, wir müssen jetzt Step by Step uns wirklich hier durcharbeiten. Das ist jetzt nicht alles so einfach, wie das jetzt immer scheinbar scheint. Boah, der scheiß Schrotflinte gibt dir mir zwei Stück mit und ich bin down. Krass. Mal gerade kurz was. Steuerung. Ich brauche mal ein bisschen Energie. Irgendwie wieder so ein bisschen. Gibt es hier keine. Hier keine Dings gerade. Das wollte ich wissen. So, ich habe wieder volle Energie gerade. Ich muss das ja mit dem Dings machen. Alter.
leck mich doch. Der habe ich schön mitgenommen, der Typ. Ich muss ja auf jeden Fall die Richtung. Weiß mir lieber, wenn ich jetzt, bevor ich jetzt erstmal den ganzen Kram wegquatsch kriege. So, tot. So, ist mal jetzt. Irgendwann ist es gut. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Das ist nicht, dass ich da bin. So. Der Feind sucht nur noch. So, Fokus down. Das muss das Büro des Hafenmeisters sein. Sollte mal einen Blick reinwerfen. Machen wir mal das Auto kaputt.
Die sollen mich schön holen. Ist mir egal. Sollen die schön ankommen, gelaufen kommen. So, dann nehmen wir den mal kurz eben noch mit. So, tau. Kaputt. Und das gleiche Spielchen wie vorher auch. Wenn wir uns aber hier rauskommen, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erst sehen. Naja, tschüss.